Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit Nameless. Schön, dass ihr da seid. Aufgabenreihenfolge habe ich mal festgelegt. Wir gehen jetzt kurz die Mission erledigen für Chen. Wo ist denn die überhaupt? Also nicht die Chen, sondern die Mission hier. So, und wir müssen natürlich eine gewisse Anzahl Quests machen, dass der zweite Händler frei wird. Und ich fände es schon cool, wenn wir gleichzeitig mit dem Fahrrad dann auch eine Händlerroute schon mal haben, wo wir abfahren können, weißt du? Das gehört für mich einfach auch dazu. Und wenn wir zurück sind, geben wir bei Chen ab. Und dann würde ich sagen, machen wir unser Gebäude clear. Und den Gebietsschutzblock, den setze ich im EG. Ne? Wir sehen ja, dass wir nach oben super viel Platz haben. Dann können wir sogar den Keller noch ein bisschen erweitern, wenn wir möchten. Je nachdem, wie uns der Sinn steht. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz hinten vorbei. Das war, glaube ich, auch ein Guess and Pass, ne? Aber ein anderes, wie das, was wir kennen. Oder zumindest ein anderes, wie das, was wir zuletzt gemacht haben in der Nacht. So, ich flutsche mal hier kurz durch. Ist ja ein einziger Gebäude. Sollte normalerweise kein Problem sein. Ich gucke aber schon mal hier in den Bock. Weil. Vorne läuft die Hühnche. Hallo, Hühnche. Diese Federn, die brauchst du früher oder später auch, gell? So, wir könnten das natürlich doppelt machen, aber das mache ich nicht so gerne. Deswegen einmal, lieber hole ich mir nochmal, weißt du? So. Die Kiste könnte ich. Oh. Oh. Was ist denn da los? Ich darf einfach nicht zu so viel lumpen, dann habe ich genug Ausdauer. Da war ein wenig Fett drin. Die ist nachgeladen, auf die brauche ich gar nicht wechseln. Gut, dann schauen wir uns mal in aller Ruhe um. Du. Warum ist denn das hier so aufgebaut eigentlich? Ist das zum Abbauen gedacht oder gibt es da irgendwie noch was? Muss ich von hier vielleicht aufs Haus rüberhupfen? Kann man von hier aufs Haus rüberhupfen? Oh ja. Ja, aber das ist nicht Sinn und Zweck, ne? Weil hier gibt es ja nichts. Hier geht's hoch. Schubdubidubabdu. Aber warum wollte man hier hoch? Weiß nicht, ob es da drin was gibt. Wollen wir mal reingucken kurz? Sind ja nur ein paar Schläge, außerdem mit so ein bisschen Holz. Nicht, dass da drin. Das wäre natürlich jetzt der Hammer, wenn jetzt da Wasser rausballert. Dann hätte ich weiter oben ansetzen müssen, ne? Achso, bringt uns ja gar nichts. Es gibt ja keine leeren Flaschen mehr. Nö. Aber ich habe ihn jetzt schön gemacht. Ich habe ihn jetzt schön gemacht. Ne, wir müssen jetzt da rein, geschwind. So, mein Freund, nehmen das oder kann man hier am Rad drehen? Man kann schon mal am Rad drehen bei dem Spiel. Ne, es gibt ja jetzt diese Mechanik, die wir gestern gesehen haben. Hier, das kann man natürlich dann alles irgendwann abbauen. Jetzt im Moment habe ich da nicht so Bedarf. Das ist gut. Das ist gut. Und dann gehen wir mal rein. Da ist der Halbi, gell? Problem ist halt mit der Rumschießerei, wenn die richtigen Zombies draußen spazieren gehen, hören sie es halt, ne? Da steht noch einer, oder? Nee. Ich hätte schwören können. Okay, da drin ist noch einer. Ja, es sind ja jetzt normale Gebäude, kleine. Ne? Das ist jetzt nichts Übles. Wie viel Leben hat denn bitte so einer? Vor allem bewegt er sich noch, ne? Ich hab keine Ausdauer. Okay, aber jetzt haben wir es. Zurück zum Händler, wir haben es doch schon. Also, perfekt. Wie viel brauchen wir noch mal? Ich weiß gar nicht, 5 Quests oder 10? 5, glaube ich, waren es, um den nächsten Händler zu bekommen, gell? Verbessert die medizinische Handwerksfertigkeit. Okay, aufgeskillt ja, aber es ist nichts freigeschalten worden. Muni? Nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich. Munition, Munition, Munition. Ich brauche noch mehr Munition. Ja, ist das super. Es ist früh am Tag, 15 Uhr wird es jetzt dann. Wenn wir bei Chandler so arg rumdrödeln, können wir direkt unser Gebäude clearen. Ich brauche die Base jetzt, ne? Ich will ja dann auch anfangen. Wir haben ja schon die ersten Handwerksteile, wo wir bauen können. Soll ich dich ausnehmen? Soll ich dich ausnehmen, Digga? Ich glaube schon, gell? Ja, irgendwann wollen wir ja bestimmt auch Gärten und so. Kriege ich da eigentlich mehr, wenn ich den schweren Angriff benutze? So, was haben wir hier? Okay, dann unser Hauptloot. Honig. Ich habe herausgefunden, dass Honig ein natürliches Antibiotikum ist und die meisten ekligen Infektionen heilen kann. Ich habe mir einen kleinen Trick angeeignet, wie ich ein bisschen aus Bäumen sammeln kann. Ah, richtig. Aus normalen Bäumen war das dann, ne? Nicht nur aus Stümpfen. Benutzen. So, und da hat er nochmal Boots. Boots. Dann mache ich die weg hier, ne? Sehr schön. Schöner, schöner Loot und auch genau das, was man so erwartet von einem Einsatzgebäude, oder? Sehr, sehr cool. Mal ab und zu hinhören, ob jemand draußen ist. Die Überraschungsmomente muss ich nicht unbedingt haben. Verbessert die Fertigkeit zur Fahrzeuggewinnung, Fertigung. Da war jetzt plus 5 Öl. Ach, das habe ich rausgelootet gerade. Ich dachte gerade, jetzt kriegst du schon Öl dazu. Nee, du, das war's in groben Zügen. Ich glaube, wir sind hier durch. Die kann ich nicht aufmachen. Da will ich noch kurz gucken. Aha. Und ob sich das gelohnt hat, ne? Was haben wir hier? Fertigung Robotik. Selbst gebauter Stab freigeschaltet. Der Elektrostab ist es, glaube ich, gell? Sehr, sehr geil. Wie viel kriege ich denn eigentlich raus aus dem Holzstößel? Oh, das lohnt sich. Und noch eine Tasche hinten dran. Guck mal, wie viel man da rausbekommt. Im letzten Schlag, ne? Ja, sehr gut, den kann ich bestimmt gebrauchen. So, Leute, das war's in groben Zügen. Gehen wir raus. Jetzt will ich aber das andere auch noch mitnehmen hier, ne? Das müssen wir jetzt nicht liegen lassen. Schneller abgebaut als ein Baum. Schwachsachter? Die neue war das, gell? Ich hoffe, ich habe es nicht gescrapped jetzt. So, nee, du musst es. Und dann kann ich es mit A reparieren, gell? Warte mal, ich muss kurz. Ist die jetzt. Nee, die ist nicht. Ist alles gut. So, Leute. Jenny? Jenny Wenny. Nehmen wir gleich die nächste Mission an. Vielleicht machen wir einfach immer so weiter, weißt du? Weil die nächtlichen Lootrunden machen ja schon Laune. Auch wenn sie ein bisschen kribbeliger sind. Solange wir es machen können, sollten wir es machen. So, mal ganz kurz rüber. Warte mal, geschwind. Wir haben ja Punkte, ne? Ich vergebe die nur manchmal ein bisschen sparsam. Also ja, eigentlich habe ich ja Bock gehabt hier, ne? Wurden die zurückgesetzt oder irgendwas? Ich habe doch Prügelpeter geskillt gehabt, Leute, oder? Vielleicht bringe ich jetzt aber auch was durcheinander mit dem Stream oder so. Ich hätte schwören können, ich habe die... Könnt ihr ja mal Bescheid sagen, falls ihr jetzt auch das Gefühl hatte, dass da irgendwas verrutscht wäre, aber... Ich bin mir da als erstes sicher, wenn ich sowas feststelle. So, wo ist denn die Chen? Ein paar Meter sind es noch. 15.30 Uhr, ja komm. Laufen wir aber durchs Anwesen. Also nicht direkt durch, aber hier so hinten rum. Soll ich kurz Sachen ausladen? Dann sind wir nicht überladen. Hier muss auf jeden Fall Wasser rein, Leute. Und ich brauche einen schönen Grund. Vielleicht so einen Poolgrund wie drüben. Oder insgesamt einen schönen anderen Grund. Das müssen wir uns mal angucken. Dann sieht es so gepflegt aus wie da drüben. Das fände ich schon geil. So, einmal ganz kurz in die Butze der Welt. In die Bretter. In die Holzbretter, die die Welt bedeuten für uns. Unsere Base. 3 auf 3. Unser Standardmaß. Es ist so schön. Es ist wirklich so schön. So. Jo, das geht schon. Das eine Überladen lässt ja gleich weg. Jetzt drücke ich mir natürlich selber die Daumen. Jetzt muss ich mir das Projekt hier nochmal angucken. Da machen wir natürlich die Tage auch weiter.
Ja, jetzt spätestens in der siebten kommt ja die Horde. Das heißt, da müssen wir schon so Tag 5. Ich würde gerne bis zur ersten Hordenacht einmal die Händlerroute freischalten, die erste. Unsere Base muss geclaimt sein. Und die Backup-Horde-Falle. Teil 1. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Am Ende wird es ja eh wieder knapp, so wie es immer ist. So, Jen, ich habe nicht allzu viel Zeit zum So, Schnacken. now that you have some money to spend, we're running a 10% off sale for the rest of the day. Okay, also das ist mit Sicherheit cool. Aber die finde ich auch. Hier bin ich gespannt drauf, auf das Päckle. Wie viele Zeitschriften werden es sein? Really? Hast du welche Aufgaben? Yeah, Vergrabene okay then. Vorräte? Vergraben? Ich habe noch keinen Bock zu graben, Leute. Mach mal noch We eine. always need someone to handle the tough Sean's jobs. This Shake. is dangerous work, but So, wir gucken natürlich hier gleich rein. Öffnen. Okay, wir haben zweimal die Sturmgewehrverbesserung. Qualität 2 ist jetzt geworden. Speere, die sind ja übrigens überarbeitet worden, aber ich spiele trotzdem Knüppel. Aber wenn wir mal einen finden, können wir uns ja mal angucken. Und Sprengstoff. Rohrbombe freigeschaltet. Okay, war jetzt nicht so der Oberknüller, aber ist okay. Und jetzt kommt's. Jetzt machen wir unsere komplette Butze sauber einmal. Den Gebietsschutzblock, naja, den können wir ja dann auch morgen zur Not. Nur dann können wir vielleicht sogar noch frühzeitig aufbrechen zur Lootrunde. Dann kommen wir da an, bevor es 10 ist, ne? Das Gebäude gefällt mir. Mir gefällt's. Vor allem, weil ich halt außenrum schon ganz viel sehe, was noch gar nicht da ist. Ich meine, hier kann man ja alles noch mitbebauen, wenn wir wollen, ne? Unten waren wir fertig. Das heißt, für uns geht es jetzt nach oben. Und unser Weg war. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal was gucken. Warte mal, geschwind. Jo, Risiko, Fisiko, komm. Wird schon keinen Durchfall geben. Wobei ich hätte. Scheiße. Die hätte ich vorher nehmen sollen, gell? Da, guck. Guck. Durchfall. Wird in abständigem Wasser, Nahrung. Als Wasser und Essen dann übernehmen. Dir ist übel und du hast Durchfall. Goldrutentee könnte helfen. Haben wir nicht gelernt, Goldrutentee zu machen? Also, solange der Arsch mit der Wurst da links angezeigt wird, möchte ich das schon versuchen wegzukriegen. Hast du überhaupt kein Holz mehr? Ja, aber es geht jetzt erstmal darum, ob wir es überhaupt herstellen können. Nee. Auch das hätte ich schwören können. Level 4 ist es. Oh, war Spaß. Dann machen wir halt alles voll. Er kriegt halt dann jetzt Durst, ne? So, guck mal, gestern haben sie uns hier praktisch rausgeschmissen, gell? Nee? Doch, hier sind wir rausgekommen. Das heißt für mich, dass es irgendwie hier hochgehen müsste dann normalerweise. Hier ist auch die Lampe. Wie ich gesagt, ich weiß nicht, was drin ist. Hier könnte man unseren Button aufsetzen, Leute. Da habe ich sie wieder. Hier haben wir ja schon sauber gemacht, den Balkon, gell? Munition zu haben, ist gar nicht verkehrt. War die im Whirlpool guckt? Ich hoffe es nicht, mit ihmchen hier. So. Erst Knüppel oder erst Waffen? Gescheite. Ich glaube, die böse Welt. Also wir hatten ja diese 3, 4 auf einem Haufen schon, ne?
ein Buch auf dem Boden. Fertigung, Sammelwerkzeuge, Schraubenschlüssel freigeschalten. Qualität 1. Okay, hier ist leer. Wie gesagt, leer looten können wir es dann immer noch. Wenn wir uns um die... Ah, ich habe keine Dietriche, glaube ich, ne? Oh, wie das funkelt. Helmlichtmod herstellen. Haben wir jetzt gelernt. Hier ist nochmal ein Bücherstapel. Die machen wir natürlich gleich. Schlagringe und Sammelwerkzeuge, die nächste. So, da sind bestimmt noch irgendwo welche. Die ist verschlossen. Eigentlich haben wir gesagt, schleichen ist keine Option. Ja, hier sind bestimmt noch mehr als genug. Ich habe das Gefühl, ich habe oben welche jetzt angelockt. Auf jeden Fall ist er taub jetzt. Jo, leg mir doch am Arsch hier, kriegst du mit der Keule 10-mal verschieße hier, verstehst du? 10-mal daneben geschossen. Boah, Alter, der Kopf weggeflogen. 10-mal am Ohr. Aber hier hat jedes ein... Nö, wie gut. Ich warte ja drauf, dass es irgendwann noch fließend Wasser gibt. Was? Ah, Entschuldigung. Ja, ich weiß, du hast Schiss, gell? Also Dünnpfiff, ja, hab's schon kapiert. Gibt's eigentlich noch irgendwas außer Goldrutentee? Bestimmt, aber ihr weiß nicht was. So, das scrappe ich immer. Wenn ich was scrappe, ist es irgendwas, was ich entweder denke, was ich bald ersetze durch was Besseres, oder ich brauch's einfach nicht oder ich will's nicht. Hier, Bücher. Und Landminen. Schärfe dein Gehör für das leise Klicken der Auslöser einer Landmine und spar dir deine Beine für eine andere Reise auf. Landminen detonieren nicht, wenn man über sie läuft. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Damals gab es doch in diesem einen Gebiet diese ganzen Landminen, ne? Ich weiß nicht, ob da jemand drin hockt. Nee. Hier, guck dir mal die Köfferchen an dem Bett. Geile Tasche. Und leere Bilderrahmen. Das ist eigentlich... Und Diplom hängt auch da dran. Warte mal. Southern Health Institute, Texas. Will Tickle, Doctor of Medicine. Was? Medi... Ja, wird schon Medizin heißen. Und was ist das für ein Strick? Da kommst du aber nicht hoch, oder? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wie geil ist denn das? Es wird immer cooler. Es wird immer cooler, so Sachen. Gefällt mir. Ich mag das. Gott sei Dank habe ich jetzt aus Versehen den gerade zufällig vor der Nase gehabt. Sonst wäre es wieder so wie immer, ne? Ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Ich glaube, hier sind wir durch. Oder? Habt ihr außer das Gefühl, dass da gleich noch ein Geier ist? Jedenfalls hat er jetzt kein Nest mehr. Wo habe ich mich hochgeframed? Da vorne war das, gell? Ja, wir werden es erleben. Und bis jetzt sind noch fast keine Scheiben zu Bruch gegangen, Leute. Ja. Das haben wir sauber, glaube ich. Das heißt, jetzt gehört es uns. Gemütlich war es aber. Ich hätte mehr erwartet. Hey, jo, jetzt haben wir's. Außer das Ding ist ja noch nicht, ne? Hier waren wir ja gestern. Okay, es ist unser Gebäude. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich das von hier abgemessen bekomme. Gib mir mal... Lass mich mal einmal ganz kurz aufs Dach. So. Also prinzipiell müsste ich es, ich könnte es jetzt noch näher herrücken, so wie wir es da vorne angezeichnet haben, um 3 bis 4. Das
Problem ist jetzt, die Mitte hier rauszufinden, das wird ein Nümmerle. Also ich würde mal sagen, am Treppenhaus. Am Treppenhaus. Und wie viel habe ich gesagt? 3, 4 rüber. Das heißt, ja, ungefähr da hinten unter der Treppe. 3, 4 rüber. Und ein bisschen wollte ich es, glaube ich, noch zu mir herziehen, gell? Wir müssen es ganz kurz ein bisschen abmessen. Ich werde es wahrscheinlich noch ein, zwei Mal nachjustieren müssen. Also ich kann es hier definitiv 3 rüber, 1 vor. Lass mich mal darüber gucken schon. Richtig, hier hängt es ja nicht wirklich im Gebäude. Die Richtung müssen wir es schon noch machen. Und zwar mindestens 5. Dann lieber hier ein bisschen weg, weil hier ist ja nichts. Die Mülltonne juckt mich nicht. Okay, das heißt, naja, das werden wir jetzt schlecht abmessen können von hier oben. Aber, beziehungsweise, warte mal geschwind. Da steht's Bett. Mein Punkt, an dem ich stehe, ist links hier, ne? Das da. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Dreimal die 1, zweimal die 0. 2, 1, 30. 2, 1, 31. Okay. Das heißt, wenn ich es jetzt so machen möchte, 5 rüber und sagen wir mal 3 vor, dann wäre das 1, 2, 3, 4, aber das wird schon gehen, oder? Also pass auf. 1, 2, 3, ungefähr hier, ne? Das heißt, ich muss jetzt unten gucken, das schreibe ich mir raus, das habe ich vergessen, bis ich unten bin. Der Gebietsschutzblock muss auf die 11.00.21.26. Und dann sollte es so aussehen, wie ich es will. So. Frage ich mich natürlich. 11.07, 11.06, 11.07, 21.30. 11.07, 21.32. Das heißt, ich muss auf die andere Seite eigentlich. Hier komme ich da hin. Hier komme ich hin. Wo bin ich jetzt? 2, 1, 2, 5. Hier rein, wenn man es stellen geht. Nee, ich krieg den da nicht rein. Warum kriege ich den da nicht rein? Ist der Schrank hier so stabil, dass das... Oder liegt es an dem Rand? Ja, aber wenn ich ihn hier hinsetzen würde, würde es gehen. Ich kriege ihn bloß nicht rein, ne? Ich mach mal den Serverschrank kurz weg. Wir haben ja eh keinen Rechner angeschlossen. Ja, siehst du das Problem? Ist dieses Ding hier, ne? Diese kleine zusätzliche Wand. Aber eine Spitzhacke, kann ich mir da schon eine bauen? Wir haben doch so viel. Erntewerkzeug. Freigeschalten ist er, ne? Oder täusche ich mich? Ja, aber wir haben die Materialien halt nicht. Gibt es keine Steinspitzhacke? Ich sehe keine. Ja, dann mache ich das jetzt hier weg, ist mir egal. Mache ich das weg, setze den Gebietsschutzblock, schalten an, dann gucken wir einmal außen rum, ob das schön passt. Und dann könnten wir uns theoretisch hier einrichten. Ich glaube, draußen regnet es. Auf einen Schlag ist voll dunkel geworden. Die Dinge können wir auch schon bauen, die Schmiede, ne? Habe ich nämlich gerade nochmal geguckt. Wenn wir Glück haben, passt es jetzt, was ich da mache. Nee. Doch. Theoretisch müsste es jetzt auch angezeigt werden. Ich guck. Oh ja. So. Mal gucken, ob wir es halbwegs so haben, wie ich es will.
Wie gesagt, dieser Rand stört nicht. Die Garage sollte mit drin sein. Das fand ich persönlich ganz wichtig. Hier vorne sind wir auf jeden Fall an einer guten Flucht. Hier sind wir noch arg weit drüben. Ja, wir haben es gerade mal um 3 versetzt. Höhetechnisch passt und unten im Keller war ja auch der grüne Rand weg, ne? Ne, guck mal, das ist doch okay, oder? Ich glaube, das passt. Ne, da wird es nicht ganz passen. Aber, ah doch, wir haben es ja von der Garage aus abgemessen. Der Pool wäre ja wurscht. Ne, passt, Leute, wir haben es so, wie wir es wollen. Und wir können auf jeden Fall, durch das, dass wir diese komplette Etage runter sind, diese Tiefe können wir noch zusätzlich die Base in Sicherheit bringen. Ne, hier. Ja, so nicht hundertprozentig drin, aber ist okay, es reicht aus. Da waren ja keine Zombie-Spawner von dem. Und die Garage, die ist okay. So, lass mal sitzen. Ja, ne, diese Kante hier ist genau mit drin, sehr geil. So, meine Lieben, was machen wir jetzt? Looten würde ich gerne erst morgen. Das heißt, wir gehen jetzt rüber. Guck mal, wir kommen ja hier dann irgendwann mit unseren Dingern rein. Die setze ich weg, die Tore, mache eigene hin. Dann können wir hier das Auto, das Motorrad und so. Dann können wir hier Sprit irgendwo lagern. Dumm, dumm, dumm. Und dann würde ich gerne von hier in die Werkstatt kommen. Das heißt, hier unten wäre das dann. Dann hätten wir hier unser erstes Lager. Das könnte man alles irgendwie noch mitverwerten. Ich meine, die Rohre zum Beispiel, die brauche ich ja nicht. Die kann ich wegmachen. Hier könnte man auch schön sauber machen. Ich überlege gerade werkstatttechnisch. Ist das wirklich das, was ich will? Warte mal. Da war dann der Aufgang. Geht's hier hoch? In die Wohnräume oder was auch immer für Lager. Hier könnte man Lebensmittellager, wenn man wollten. Oben die Küche. Den kompletten Raum könnte ich rausschlagen. Also alles, was hier drin ist, ne? Ich suche gerade einen Platz für unsere Schmelzen. So, das Klo interessiert mich nicht so. Den Raum weiß ich auch nicht. Wir könnten natürlich oben drüber auch einfach nichts machen. Nee, also du kommst im Prinzip die Treppe runter, wenn du angekommen bist. Und dann bist du schon in deiner Werkstatt. Das heißt, wir werden hier alles abbauen. Dann müssen wir uns erstmal eine Schmelze, glaube ich, herrichten. Gut, Demontage müssen wir jetzt nicht unbedingt alles zusammen machen. Ich überlege nur gerade, wo ich die Schmelze hinsetze. Weil, wie gesagt, hier unten würde ich anfangen. Wir können natürlich aber auch so machen, dass wir von oben... Wollen wir uns das mal kurz angucken, bevor ich jetzt hier alles zusammenschlage? Kann man hier nicht eine schnelle Lösung umsetzen, dass man von hier ins Gebäude kommt? Die Garage sitzt tiefer, aber das wäre nicht so schlimm. Und dann käme ich hier praktisch raus, ne? Boah, das müsste ich mir jetzt erstmal noch überlegen. Das weiß ich gar nicht, wie es will. Ich esse mal kurz ein bisschen was. Das kannst du jetzt auch erstmal noch, bis ich mich ums Kochen richtig kümmere. So. Weißt du, wie ich meine? Hier ankommen... Wir könnten dann theoretisch hier auch ein Dings rausschlagen. Dann kämen wir oben rein. Oder ich nehme tatsächlich den Platz hier. Ich weiß es nicht. Ich würde hier das wegmachen. Den Rahmen dann später. Und würde da drin, glaube ich, meine erste Werkstatt reinbauen. Ja, so machen wir es. Ja, aber das hier können wir ja alles dann abbauen, wenn wir die richtigen Werkzeuge haben. Die Dings können wir, einen Schraubenschlüssel. Dann hier, die da würde ich auch wegbauen. Und dann setzen wir hier unsere Werkstatt rein. Die Küche kommt hier weg, wir haben ja oben eine. Die Maschine würde ich allerdings drinnen lassen. So, was brauche ich denn für die Schmiede? Schmiede. Gehen wir mal rüber ins Lager. Ich bin eh überladen. Das machen wir jetzt noch. Jetzt gucken wir, was wir uns für die Schmiede, was wir da haben, was uns noch fehlt. Und morgen gehen wir dann wahrscheinlich looten. Jetzt haben die auch so geiles Unwetter jetzt hier, wie gut.
Weißt du, wenn ich mich aus der Garage rausschlage, aber wie wird es sein in Zukunft? Ja, doch, wir kommen schon mit dem Motorrad, dann ab in die Garage. Später dann natürlich gesteuert. Das war mit Bewegungsmelder. Das habe ich jetzt gesehen, der muss weg. Aber ich finde, im Keller gehört eigentlich eher die Dings hin. Ich komme dann hier hoch. Ich komme dann hier hoch. Und dann bin ich in meiner Werkstatt. Das heißt ja nicht, dass ich die Räume so lasse, ne? Hier. Hier mal die Küche, Kochbereich und hier mache ich die Werkstatt hin. Und dann komme ich auch raus in den Pool. Hier oben mache ich die Werkstatt rein. Werkstatt und Küche kommen hier gemeinsam rein, Leute. Auf jeden Fall. Ja. Warum sollte ich mich in den Keller verbunkern? Ich weiß nur noch nicht genau wo. Aber wahrscheinlich direkt Küchenwerkstatt wird es. Hier ist die Küche. Hier mein kompletten Bereich. Und hier mein Bereich. Hier Mamas. Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich mir hier noch einen Weg rausschlage oder nicht. Ja, das ist jetzt gebongt. Ne, weil das hier ist zwar ganz nett hier unten, aber da kommt dann eher das Lager rein. Ja. Wir machen es so, wie wir es brauchen. So, jetzt wird es Zeit, dass ich die Überladung loswerde. Ich überlege, ob wir wirklich eine nächtliche Runde machen. Das sind 500 Meter, wo ich hier muss. Weißt du? Ja, jetzt gehen wir noch gemeinsam rüber, laden aus. Gucken mal eben. Mal looten müssen wir. Dann hätten wir drei Missionen, wenn wir die schaffen sollten. Na, ist okay. Das ist okay. So, und später geht es natürlich. Also, der Zaun hier kommt komplett weg, die Reihe. Aus unserem machen wir was Schönes. Und dann kommst du nämlich später von hinten hier über diese Art Brücke beim Kanal zu unserem kleinen Zwischenstützpunkt hier. Stützpunkt. Stützpunkt. So, jetzt pass auf. Die Schmiede. Ein Holzklotz. Okay, den kann ich schon mal aus Holz bauen, einfach. Cool. Schmiede. Dann haben wir Leder. Die haben wir sogar schon. Drei Klebebande und drei kurze Eisenrohre. Klebebande und kurze Eisenrohre. Mal gespannt, ob ich die schon weggelootet habe. Was ist denn da so drin? Warte mal. Okay, Klebeband, aber könnte man zur Not auch herstellen, glaube ich, ne? Ich nehme mal einen Kleber schon rüber. Diese kurzen Eisenrohre weiß ich nicht, ob wir die haben. Hier ist Klebeband. Eisen. Ich glaube. Okay. Wir haben bestimmt welche. Ich gruschel mal alles zusammen. Ansonsten halten wir die Augen auf, wenn wir heute Nacht unterwegs sind, dass wir die noch zusammenbekommen. Dann würde ich jetzt auch gar nicht noch länger rummachen. Dann switche ich rüber. Hol euch morgen dazu. Dann hätten wir morgen das Ziel, die Loot-Aufgabe abgeben, neue Mission annehmen. Vielleicht machen wir noch eine Grabungsquest und dann bauen wir mal die Schmelze oder die Schmiede auf, ne? Kann sein, dass ich bei Chen noch welche drin habe, das weiß ich nicht. So, machen wir es. Dann sehen wir uns morgen hier wieder, wenn ihr möchtet. Ich räume ein bisschen zusammen, dass wir aufbruchready sind. Bin gespannt, wie es weitergeht. Freue mich tierisch drauf. Bis dann.